Hallo zusammen, hück jedet dann endlich ins Wiege mit minge kleine Serie zur rheinische Mundart. Jet ganz besonders schönes ist, da det auch die Asterix-Bände in viele deutsche Mundarte jit. So auch ob Kölsch und ob Öscher Platt. Der han ich antiquarisch im Internet gekauft, ich hoffe, es wird auch irgendwann noch ins Neu opgelädt. Der bekannte Asterix und Kleopatra, übersetzt ob Kölsch, man sieht, hey, es ist der dritte Band, Asterix ob Kölsch, Band 3, Mundart Buch 55. Und übersetzt, hätt das Ganze, ne, hättet ja nicht übersetzt, neu fabuliert von Kalle Pohl. Also der hättet dann scheinbar jetzt über Erbet, der bekannte Sieben Tare, Sieben Köpfe Kabarettist, von dem ich zumindest der letzte Zit nimm ich ganz so viel leider gehört han wie Fröde. Er will schlure auch nimm ich so viel Fernseh. Ja, Asterix und dat Cleo hieß dat dann ob Kölsch und soll eine super geile Verzellsinn. Und dat ins Uplädere dun, sieht mir hier dat bekannte jallische Dörp. Asterix und dat Cleo. Ja, und hier jedet dann zum Beispiel auch für alle, die der kölsche Sprach nicht so mächtig sind oder die sich jetzt an der Schrief hier wenden müssen, das ist ja auch immer die Frage, wie schrief man so jetzt, die hat ja keine kölsche Rechtschreibung, wenn es doch eine Empfehlung mittlerweile von der Akademie für uns kölsche Sprach gibt. Da kann man hier zum Beispiel lure, das Wort hier für Beispiel Eckisch, das han ich noch nie gehört. Das gehört in dem Buch hier ein paar Mal für. Und hier wird das dann verklärt, Eckisch heißt nur oder bloß. Sag Eckisch, das han ich nicht gewusst. Ja, und so kann man hier dann auch viel anderes lure, zum Beispiel, was eine Bangendrisser ist, also eine Angsthase. Ne, ich bin jetzt he. Ein Bängelsche ist ein Bändchen. Das täte mir zum Beispiel ein Bändelsche in der Fürefelsare, also liert mir dann auch als Rheinländer noch jetzt. Bastisch, besonders schön ist sehr, ne? Bastisch Jod ist sehr, also ist, ja, sehr Jod, sehr, sehr gut. Beöje, besichtige, bedrisse ist beschissen, et bedücket, et bedeutet. Bellisch, bellien ist billig, billigen. Und so wiege und so fort. Hier kann man dann hat schön die kölsche Wörter liere, die sich so nicht ganz von selbst verklöre. Und dann hier noch der schöne Hinweis, ob de sig nüng und fetzisch, sät dann der kölsche, jed et wigge. Und ein Doppel-G ist dann noch im Kölsche und im Rheinische tatsächlich G. Manche meinen ja, dat jövet ja nicht, aber dat jedet schon. Tja, und hier haben wir uns bekannte Landkart, Jallien, klingt dann so ein bisschen wie Galgen für kölsche Uhre. Und das ist dann hier das berühmte jallische Dörp. Und die Lara drumherum auch nicht schlecht, ne? Kastel Düxtum, Barbei Gladbachum, Düsseldorf Pennus und Berschanix. Wer da jetzt natürlich Ähnlichkeiten mit real existierenden rheinischen Ortschaften vermutet, das ist natürlich rein zufällig, ist ja klar, ne? Ja, wenn wir dann ins Grad hier noch hingeblädere, haben wir wieder das gallische Dörp im Bild. Und hier haben wir dann noch ganz viel kölsche Wörter, die aus hier verklört werden. Ist also richtig schön gemalt. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, was ein Prumm ist, dann liert man hier, das ist ein Pflaume. Und wie doch übertragen, so quasi als Trottel benutzt. Oder was sind Pute, das sind Künde, ne? Was ist eine Qualmann, eine Dickwanst? Mir täten jetzt Quellmann zum Beispiel auch für so gekochte Erpelsare. Oder weil das eine Üm, dann wäre bei uns eine Ohm, ist eine Onkel. Ne? Und vieles andere halt mir in Tat. Auch sehr schön ist eine Tochter. Und für Pflaumenkuchen sät mir dann bei uns Prummetat. Auch wenn das eigentlich Tochter hieß, ja. Die Bilder sind also dieselbe wie in der ganz normale Asterix-Comics. Nur die Gallier, die Ägypter, die Römer und wer all hier mitspielt, die schwaden dann all Kölsch. Und das ist einfach noch lustiger, noch schöner und mir hat richtig Spaß zu lesen. Wir können ja hier ins Rindure.
na lass fuhle Labes. De Sonn schink schön, Millionen des Wings und de Pyramide beöje. Eckisch noch jetzt schnorke. Da haben wir das Wort eckisch. Kurt Drupp, wat seid ihr nu? Hättet sich nicht gelohnt, die Rees zu verlängere? Und ob, ein super geile Zick. Wenn sie ja hier feile, dat mö wes wird wie geht. Da hätt sie noch ihr Nas. Ide fix, losse in Rau. Ide fix knucht natürlich et Kätzchen an, ist ja klar, ne? Jodemann, Porträt gefällig mit das Wings im Rücke. Siehste dat, passiert in mir Hütsche. Mion so lang beöje, dot dat, Kopf nor de Sick, Schulter nor Führe und nit mi bewähje. Ja, dat kann ja dure mit Hammer und Mesel, wa? Von der Owe hätt me sicher ne starze Blick. Nee, Obelix, dat is bestimmt verbodde. Asterix hätt ewe auch ewig jet zu kommandiere. De Obelix, bravo, schnüff, schnüff, schnüff. Könnt mir das Ding nicht wieder anklöwe. Mit Ohrenschmalz womöglich, weil der Glück, dat uns keine Gesinn hätt. Am besten mir verbuddele die Nase im Sand. Kurt Drupp, de. Ihr mäht bestimmt keine Ausgrabungen. Ide fix. Komm, Miraculix, lommajon, ich expliziere dir dat. Wat jede zu expliziere? Ewe mi Porträt is noch net fertig. Schad, et war so ähnlich für allem des Swings. Des Momentens des Swings. Jetzt müssen wir der alte Nase aufkloppen, das geht doch nicht. Ja, und so ist der Sphinx eben um ihr Nase gekommen. Das Ganze ist natürlich streng historisch belädt. Und ja, es ist der ganz normale Asterix, der ja auch uns verfilmt wurde ist. Ob YouTube habe ich uns hier sehen, jeder durch der Trickfilm, ob hessisch, ob kölsch ist mir das noch nicht begehend oder in eine andere rheinische Mundart. Er wird mit einfach doppelt so viel Spaß, die Heft hier zu lesen, wenn man die ob kölsch liest, als wie wenn das ob huditsch wäre. Hier können wir auch noch unseren Lure. Der Wiel im Palast vom Cleo. Hallösche Cleo und, wat mädet Palässje, de ziges Ball im. Tach Cäsar, dat Palässje flubschatzi. Du kannst Ball in Trecke. Tach Cäsar, Tach Gummiskop. Heut schnüfflis, mi ägyptisch Luschhönsche. Tach Cäsar, Tach Schnüffelis, ich verliere mir Jesäsch beim Cleo. Der Baumeister Brasselmanes soll ja ein Pief sinn, aber der Palast wird anscheinend ziggig fertig. Kick no, wat ob der Baustell passiert. Der Spion ausschicke. Der sieht im Trickfilm jetzt anders aus, das ist ja quasi so ein Chamäleon. Mit dem ABM Schützelsche kennt mich kein Sau, raffiniert. Ich bin eine kleine Erbitzmann, der ewe düchtig wirken kann, Bruder Misch. Siehste dat, mir bruche jede Jeck, stell dich da hingen an. Keet Röpsche für Schmierlaponis und Naserines. Klar dat. Komisch. Keine Polier, kein Schmick. Und wat soll dat he? Er selten, Josef. Ah, et jet los. Ob dat Josef etwa ens probiere. Leg ich am Arsch. He, der heut einfach af. Dries hier drupp, mir han je noch ABM Jecke. Mach Menschen, Ide fix. Hopp. Ja, so uns ne jetzt der Indruck.
Wir haben also hier, haben wir hier noch schönes, ja, das ist also, ne, das ist ja auch alles schön hier auf Kölsch. Hier ist die ISBN-Nummer. Aber das im Moment geht, weiß ich nicht, ich habe nicht, wie gesagt, hier Bruch hier gekauft. Das ist also hier der EHPA Comic Kollektion Verlag Asterix und das Cleo. Ja, Egmont VGS Verlagsgesellschaft Kölle am Ring. Viel Spaß beim Lese, beim Kölschliere, beim Kölschverdefe und auch alle um Kölle herum in Anschaffung, die sich lohnt und die uns Sprach fördere deet. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal.